Ich rufe auf den Zusatzpunkt 20. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Aufforderung zur Abgabe einer Protokollerklärung zur völkerrechtlichen bzw. rechtlichen Unverbindlichkeit des Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration für die Bundesrepublik Deutschland durch die deutsche Bundesregierung bei der Unterzeichnung des Paktes im Dezember in Marrakesch. Die Bundesrepublik Deutschland als permanent Objektor. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich werte den anschwellenden Geräuschpegel nicht als Widerspruch. Dann ist so beschlossen. So, das müssen wir ergänzen, denn den Antrag, den ich Ihnen eben erwähnt habe, ich habe ja gesagt, dass hier zwei Anträge der AfD vorliegen zu diesem Tagesordnungspunkt, nämlich einen, den Petra Pau eben auch noch mal vorgetragen hat, darüber hinaus ein Moratorium zur Unterzeichnung dieses UN-Migrationspakts. Diesen Antrag hat die AfD wieder zurückgezogen. Jetzt Armin Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, die gestrige Debatte hat es gezeigt. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie können es verschleiern, Sie können es umetikettieren oder verbessern. Mir klang das gestern so über den Global Compact wie eine Interpretation aus Marrakesch. Da passt der Ort ja auch genau hin, wie Tausend und eine Nacht. Den Deutschen, meine Damen und Herren, soll Sand in die Augen gestreut werden mit einem Pakt, der etwas ganz anderes will, was hier gestern von Ihren Fraktionen vorgetragen wurde. Der Migrationspakt hat eines zum Ziele, nämlich die weltweite Verschiebung von Menschen aus allen Erdteilen möglich zu machen. Migranten als Arbeitskräfte, wie heute schon teilweise in Italien geschieht, weltweit einsetzbar zu machen, das ist der Hintergrund. Und es ist eine unheilige Allianz, meine Damen und Herren, der Vereinigten Linksfront, die wir hier vorfinden, inklusive der Grünen, und den von der SPD mal so wacker angeführten Heuschrecken. Herr Soros hat das in einem Zitat schon 2015 gesagt, und zwar: Ich zitiere, die Welt vom 2.10. Um auf die Krise reagieren zu können, braucht die EU einen gemeinsamen Plan. Dieser muss eine effektive Methode zur Handhabung der Asylantenströme beinhalten, damit diese auf sichere und geordnete Weise stattfinden können, die Migrantenströme nämlich, und in einer Geschwindigkeit, die Europas Aufnahmefähigkeit entspricht. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Herr Soros hat es Ihnen 2015 vorgedacht, und die Bundesregierung als maßgeblicher Initiator dieses Paktes hat es umgesetzt in den letzten Monaten und Jahren. Das ist die Wahrheit, und das verschweigen Sie dem deutschen Bürger da draußen. Nichts anderes als billige Arbeitskräfte über die Kontinente hinweg nach Europa und anderswo zu verschieben, zum Mindestlohn und sozialen Mindeststandards. Da müsste an sich bei Ihnen die Schnappatmung einsetzen. Aber das ist der Hintergrund dessen, was wir in diesen Tagen mit dem Gedanken an diesen Pakt erleben. Zeit- und Leiharbeitsagenturen, sage ich Ihnen jetzt schon, werden international aktiv werden, denn die haben ein ganz anderes Betätigungsfeld als vorher. Und wenn Sie meinen, das stimmt alles nicht, und wenn Sie den deutschen Michel, den Souverän, den Bürger für mündig halten, und das tun Sie ja hoffentlich, wie wir, dann stimmen Sie uns doch zu und lassen gerade in einer so wichtigen Frage endlich mal das zu, was die AfD seit Beginn ihrer Partei fordert. Fragen Sie doch das Volk, machen Sie eine Volksabstimmung über den Global Compact, und dann werden Sie die Antwort der deutschen Bürger akzeptieren müssen. Dahinter, so habe ich den Eindruck, versteckt sich das, was mal der CDU-Vordenker, die Älteren erinnern sich noch, Karl Lamers bei Ihnen mal gedacht hat. In einem Interview mit meinem Freund und Kollegen Karl Feldmeier sagte er mal, aufgrund der Erbschuld, wie er das ausdrückte, sollen die Deutschen in einem Hegelschen Sinne in Europa aufgehen. Ich habe den Eindruck, der Horizont hat sich erweitert, in einem Hegelschen Sinne in der Welt aufgehen.
Meine Damen und Herren, wir wollen das nicht. Wir sind überzeugt davon, dass der Souverän, das deutsche Volk darüber entscheiden muss, da kriegen Sie Schnappatmung beim deutschen Volk, das weiß ich, dass das Volk darüber entscheidet. Und wenn Sie das meinen, dass das alles uns nicht anbelangt, und es ist ja kein Minister der Bundesregierung heute anwesend, wenn ein solcher Antrag gestellt wird, dann, meine Damen und Herren, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob sie endlich verbindlich mal zusagen kann, und das ist der Hintergrund dieser Protokollerklärung, verbindlich zusagen kann, nein, es ist nicht die Absicht der Bundesregierung, diesen Pakt in nationales oder europäisches Recht zu überführen. Wir haben zwei Antworten aus dem gleichen Ministerium erhalten, einmal ja und einmal nein. Entscheiden Sie, Sie können ja gar nicht. Die Bundesregierung soll dann klar endlich darauf antworten, wird es eine verbindliche nationale Regelung und europäische Regelung geben? Ja oder nein? Auf diese Antwort bin ich gespannt. Ich sage Ihnen jetzt schon, Sie werden sie nicht hören. Auch da wird sich die Bundesregierung drücken. Wir wollen Sie mit dieser Protokollerklärung stellen. Stimmen Sie ihr zu. Dankeschön. Armin Paulus Hampel für die AfD-Fraktion dort, außenpolitischer Sprecher. Und der nächste Redner in dieser Debatte zu diesem Antrag der AfD wird sein Detlef Seif aus der Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Weltgemeinschaft nicht ausreichend auf große Fluchtbewegungen vorbereitet ist. Eine humanitäre Katastrophe durch die Unterversorgung der Einrichtungen von UNHCR konnte nur durch die Londoner Geldgeberkonferenz vermieden werden. Es fehlt zurzeit an der erforderlichen internationalen Zusammenarbeit zur Vermeidung, Ordnung und Steuerung der Migration. Die Einsicht, dass eine abgestimmte und vernetzte internationale Politik erforderlich ist, hat letztlich 2016 zu der New Yorker Erklärung geführt, in der man einen Pakt für Flüchtlinge und einen Pakt für Migration auf den Weg gebracht hat. Die Staatengemeinschaft gab den Auftrag, diese bis 2018 zu erarbeiten, und im Juni 2018 haben sich alle Mitgliedstaaten bis auf die Vereinigten Staaten von Amerika auf den jetzt vorliegenden Inhalt verständigt. Die feierliche Annahme soll am 10.11. Dezember 2018 in Marrakesch erfolgen. Bereits der Text des Dokuments betont, dass es sich um einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen handelt. Es werden weder Rechte erweitert, es werden auch keine einklagbaren Rechte begründet. Es handelt sich vielmehr um politische Erklärungen, insbesondere um die politische Zusage verstärkter internationaler Zusammenarbeit, die dringend erforderlich ist. Es geht nicht um mehr oder weniger an dieser Stelle. Und die AfD will mit dem vorliegenden Antrag erreichen, dass die Bundesregierung in Marrakesch eine Protokollerklärung abgibt, dass der globale Migrationspakt unverbindlich ist und unverbindlich bleibt. Und dann gehen Sie mal in Ihren eigenen Antrag rein. In der Antragsbegründung behaupten Sie, dass nach einer Kurzinformation des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages dies möglich sei, um zu verhindern, dass Völkergewohnheitsrecht entsteht. Aber, meine Damen und Herren, das folgt gerade nicht aus der Kurzinformation. Das Gegenteil ist richtig. Der Wissenschaftliche Dienst stellt fest, dass die Bundesregierung einen völkerrechtlich nicht verbindlichen migrationspolitischen Pakt anstrebt und dass dieser auch in der deutschen Rechtsordnung keine rechtliche Bindung erzeugt. Und ausdrücklich stellt der Wissenschaftliche Dienst fest, dass die von Ihnen angestrebte Protokollerklärung in der Staatenpraxis eher ungewöhnlich wäre. Aber sie wäre nicht nur ungewöhnlich, sie wäre absurd und widersinnig. Und ich erkläre Ihnen gerne, woran das liegt. Erstens, der Migrationspakt soll angenommen und nicht unterzeichnet werden. Es handelt sich nicht um einen völkerrechtlichen Vertrag, regelmäßig um eine Konvention. Deshalb erfolgt auch keine Ratifizierung durch die Parlamente. Und nochmals,
Ausdrücklich wird im Text festgestellt, dass es sich nicht um einen verbindlichen Kooperationsrahmen handelt. Es wird zudem bekräftigt, und das wissen Sie genau, dass es das souveräne Recht der Staaten ist, die nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen und die Migration in ihrem Hoheitsgebiet selbst zu regeln. Herr Noch Seif, deutlicher. Herr Seif, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hampel? An der Stelle nicht, danke. Und nochmals, es wird also festgestellt, dass es nicht verbindlich ist. Und unser Recht in Deutschland wird es bleiben, die Migrationspolitik selbst zu bestimmen. Und da legt die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ich glaube auch die anderen im Hause, Wert darauf, dass das auch so bleibt. Und das steckt nicht in diesem Pakt. Und auch die Entstehung von Völkergewohnheitsrecht ist völlig ausgeschlossen. Einfach mal die Voraussetzungen dafür runterdeklinieren. Denn es müsste eine langjährige Staatenpraxis existieren, die dann auch noch von der Auffassung getragen wird, dass das Ganze rechtlich verbindlich ist. Es wird aber gerade in diesen Pakt reingeschrieben. Es ist rechtlich nicht verbindlich. Wo will man denn daher eine andere, gegenteilige Auffassung ableiten? Und im Übrigen, das Bundesverfassungsgericht und auch der Internationale Gerichtshof sind hier eher zurückhaltend bei der Annahme von Völkergewohnheitsrecht. Der AfD-Antrag erinnert an das Mittel der Tautologie. Man muss eben gerade nicht bei einem Schimmel sagen, dass es sich um ein weißes Pferd handelt oder dass ein Kater eine männliche Katze ist. Aber in der Tat nutzt die AfD ihren Antrag als Teil einer schmutzigen Chronologie, bei denen Bürgern wahrheitswidrig Ängste und Befürchtungen geschürt werden. Und Herr Hampel, wer könnte denn besser eine Choreografie machen als ein Journalist? Ich hätte erwartet, dass bei dieser schwierigen Rechtsfrage, die eben nicht einfach ist, zunächst mal den ersten Aufschlag ein Jurist der AfD-Fraktion gemacht hätte. Aber, meine Damen und Herren, kurzum, der Antrag ist so überflüssig wie ein Kropf und deshalb hier und heute abzulehnen. Vielen Dank. Detlef Seif für die Unionsfraktion in einer Debatte über den Migrationspakt der Vereinten Nationen. Sie waren noch nicht alle im Saal, als ich schon im Verlauf des vorherigen Tagesordnungspunktes erklärt habe, wie wir hier heute mit Fragen, Bemerkungen und Kurzinterventionen umgehen. Ich werde gleich das Wort zu einer Kurzintervention erteilen, aber wir werden, das gilt auch für die nachfolgenden amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten, sehr darauf achten, dass sich Redezeiten nicht verdoppeln und verdreifachen für Kolleginnen und Kollegen, die schon das Wort hatten oder noch das Wort erteilt bekommen. Und das heißt auch, dass also die Anzahl der Kurzinterventionen, Zwischenfragen für die einzelnen auch nachfolgenden Tagesordnungspunkte limitiert wird und dass wir hier von unserem Ermessen Gebrauch machen. Gleichwohl hat jetzt zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Hampel das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Seif, Sie haben den Sinn unseres Antrages nicht nur nicht verstanden, sondern gar nicht beantwortet. Ich frage mich, wenn Sie das so darstellen, als sei das völkerrechtlich alles nicht verbindet, da muss ich jetzt schon die Karte rausholen, weil alle Länder aufzuzählen, fällt mir fast schwer, dass Dänemark, Holland, Italien, Österreich, die Schweiz, Schweden, Kroatien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, China, Israel, Japan, Korea, Australien und die furchtbaren Vereinigten Staaten von Amerika diesen globalen Pakt nicht unterschreiben wollen. Österreich will eine Protokollerklärung abgeben. Aber unsere Frage war ja eine ganz andere über die Protokollerklärung hinaus, ob nämlich die Bundesregierung bereit ist, verbindlich zu sagen, dass sie diesen Pakt nicht in nationales oder europäisches Recht übernehmen will, so wie wir es einmal aus dem Auswärtigen Amt gehört haben und das andere Mal als gegenteilige Bekundung. Also erklären Sie doch mal ganz verbindlich für Ihre Fraktion, wir wollen das nicht in nationales oder europäisches Recht übernehmen. Dankeschön. Der Abgeordnete Seif hat die Möglichkeit zu erwidern, aber nicht stellvertretend andere Abgeordnete aus seiner Fraktion. Wenn Sie das möchten, haben Sie das Wort.
Ja, Herr Kollege Hampel, der Sinn Ihres Antrags, der ist schon deutlich. Sie wollen Ängste schüren. Sie wollen der Bevölkerung falsche Tatsachen als wahr verkaufen. Und das ist Ihnen ja in einem gewissen Umfang auch gelungen. Ich bin nun kein Vertreter der Bundesregierung. Aber ich kann Ihnen eins sagen. Überwiegend der Abgeordnete Seif das Wort. Ich bin kein Vertreter der Bundesregierung, sondern Mitglied des Parlaments. Deshalb kann ich zunächst nicht für die Bundesregierung sprechen. Ich kann Ihnen aber eines sagen. Der Pakt in seiner Gänze wird mit Sicherheit nicht in dieser Form, wie er vorliegt, eins zu eins in nationales staatliches Recht übertragen. Weil wir auch schon viele Punkte übererfüllt haben. Wenn es um die Grundsicherung von Migranten geht, dann tun wir etwas, was viel weiter geht als das, was im Pakt drinsteht. Wenn es um die Unterstützung der Menschen geht, um die würdevolle Behandlung, ist das Sach- und Rechtslage in Deutschland. Da braucht nichts transformiert zu werden. Und da gibt es einige Punkte, da sage ich Ihnen auch als Unionspolitiker, da werde ich nie zustimmen und ich weiß meine Fraktion auch nicht. Alleine der Geburtsort eines Menschen kann nicht dafür entscheidend sein, wenn er in Deutschland geboren wird, ob er deutscher Staatsangehörig wird. Alleine. Also wenn Sie mir mal zuhören würden, wäre das schön. Beim Familiennachzug für Arbeitsmigranten besteht keine Bereitschaft bei uns, das System, was wir haben, das Austarierte, die Voraussetzungen, dass man den Unterhalt seiner Familie auch bestreiten kann, dass man auch eine Unterbringung hat, dass man gewisse Integrationsleistungen eingeht. Da besteht keine Bereitschaft, davon abzuweichen. Und es gibt da eben Punkte, die politisch von 193 Staaten auf den Weg gebracht wurden. Die können nicht eins zu eins sein. Das ist der erste Auftakt, der erste Versuch einer internationalen vernetzten Politik. Und wenn Sie es nicht begreifen und andere Länder aus Angst zurückziehen und Österreich auch so eine blödsinnige Protokollerklärung abgibt, ich habe das vermeintliche Gutachten gelesen, ich habe nichts Wissenschaftliches erkannt, dann ist das deren Problem, dann ist das ihr Problem. Wir tun das, was auch für Deutschland im nationalen Interesse dringend erforderlich ist. Denn wenn wir nicht anfangen, eine vernetzte Politik auf den Weg zu bringen, Migration zu begrenzen, zu steuern und zu ordnen, dann werden wir in den nächsten Jahren eine riesen Migrationswelle eventuell bekommen, auch Kollege durch Seib. Den Bevölkerungszuwachs, bin fertig, die wir nicht mehr bearbeiten werden können. Sie schaden dem Land und Ihre Einstellung ist an der Stelle unnational. Kurze Intervention und die Antwort nochmal von Detlef Seif. Und wir können mal ganz vorsichtig prognostizieren, dieser Debattentag wird ein klein wenig länger dauern, als wir uns das alle vorgestellt haben, auch als die Parlamentarier. Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es gibt in der deutschen Bevölkerung einen breiten Konsens, dass es zur Regelung qualifizierter Migration eines Einwanderungsgesetzes bedarf. Es gibt einen breiten Konsens darüber, dass es ungeregelte Zustände wie im Sommer 2015 und in darauffolgenden Monaten nicht wieder geben darf und dass wir deswegen Verfahren beschleunigen müssen, dass Menschen, die hier ein Bleiberecht haben, schneller integriert werden müssen und dass Menschen, die kein Bleiberecht haben, das Land schneller wieder verlassen müssen. Und es gibt einen breiten Konsens in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung, dass wir nur im europäischen Zusammenwirken eine ordentliche Migrationspolitik hinbekommen, bei der der gemeinsame Schutz der Außengrenze die zwingende Bedingung für offene Binnengrenzen ist. Darüber gibt es einen breiten Konsens in der Bevölkerung und ich bin sicher, es gibt diesen Konsens auch hier im Haus. Und weil diese Projekte so wichtig sind, werden wir genau beobachten, ob die Bundesregierung etwa beim vorgelegten Einwanderungsgesetz sich jetzt auch an die nötigen Kriterien hält, damit dieses Einwanderungsgesetz eine Befriedungswirkung entfaltet für die Migrationspolitik. Aber wir können all diese Projekte miteinander besprechen, ob das die europäische Lösung ist, ob das ein Einwanderungsgesetz ist, ob das die Frage des Grenzschutzes ist. All diese Lösungen stehen auch in einem internationalen Kontext und deswegen müssen wir auch an den Ursachen von Migration, müssen wir an den Fluchtursachen und an den Ursachen der ungeregelten Migration etwas verändern. Und dafür ist eine multilaterale Verabredung wie dieser UN-Migrationspakt der richtige Weg, weil es immer
immer auch darum gehen muss, den Migrationsdruck auf Deutschland und Europa zu begrenzen. Es gibt nämlich auch in der Bevölkerung einen breiten Konsens, dass es eine Begrenzung des Migrationsdrucks auf Europa und Deutschland geben muss. Und es gibt diesen Konsens auch hier im Haus. Es gibt nur eine Truppe, eine Fraktion, die überhaupt kein Interesse daran hat, dass es zu einer Begrenzung des Migrationsdrucks kommt. Die AfD hat ein vitales Interesse an chaotischer, ungeregelter Migration. Sie hat ein vitales Interesse daran, dass der Migrationsdruck auf Deutschland und Europa nicht abnimmt, sondern steigt, weil chaotische Zustände, weil ungeregelte Migration der Nährboden für die Rechtspopulisten und die rechten Hetzer sind. Und deswegen sind die gegen den UN-Migrationspakt. Und deswegen sollten wir schon aus diesem Grund alleine hier gemeinsam zusammenwirken, um den auf den Weg zu bringen, weil es Nährboden ist für Rechtspopulisten und weil der Migrationsdruck auf Deutschland und auf die Europäische Union gesenkt werden muss, statt gesteigert werden muss. Und ich will ein Wort sagen zum Völkerrecht, weil hier viele Gedanken zum Völkerrecht geäußert worden sind. Meine Damen und Herren, wir haben gestern Abend hier im Deutschen Bundestag um 1 Uhr noch einen Antrag der AfD beraten zur Imamausbildung. Der war angedockt bei den Grünen. Dabei handelte es sich um einen nicht verbindlichen Antrag. Den ganzen Tag beschließen Parlamente auf der Welt, beschließen internationale Organisationen rechtlich nicht verbindliche Dinge. Aber so funktioniert Politik. Man fordert sich zum Handeln auf. Man schreibt Sachen nieder und irgendwann verändert sich vielleicht etwas. Und dafür ist ein Pakt auf der Ebene der Vereinten Nationen auch ein richtiger Schritt. Was hier gemacht wird, ist eine bewusste Verächtlichmachung des Völkerrechts, des Multilateralismus und des Parlamentarismus. Und dem dürfen Kollege wir nicht Kuhle, auf den Leim gehen, meine Damen und Herren. Und dann höre ich immer, ja, das wird Moment, da eins Sie zu sind, eins. Ich habe die Uhr angehalten. Erstmal prinzipiell gestatten Sie Fragen oder Bemerkungen, zum Beispiel des Kollegen Glaser. Ich möchte gerne im Zusammenhang weiter vortragen. So, ansonsten gilt, das sage ich gleich geschäftsleitend, das, was ich vorhin gesagt habe zur Limitierung von dann nachfolgenden Kurzinterventionen, weil wir haben hier eine Verabredung, was den Verlauf der Debatte betrifft. Also Sie haben jetzt weiter das Wort. Also wir hören immer, wird das Ganze eins zu eins umgesetzt. In ganz vielen Bereichen räumt dieser Pakt Spielräume ein. Wie soll denn ein Spielraum eins zu eins umgesetzt werden? Da können wir selber entscheiden, was wir machen. Wir können selber entscheiden, wie man legale und illegale Migranten in Deutschland unterschiedlich behandelt, etwa bei der Bezahlung, etwa bei der Frage der Sozialleistung. Das können wir hier im Deutschen Bundestag entscheiden und nicht die Vereinten Nationen. Das bleibt erhalten, unser souveränes Recht. Und meine Damen und Herren, diese Protokollerklärung, die jetzt da hier beschlossen werden soll, die bewirkt doch am Ende das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bewirken soll. Denn wenn ich mich von einer rechtlichen Wirkung distanziere, muss, dann erkenne ich sie implizit an. Da schießen sie sich selber mit ins Knie und merken es noch nicht mal, meine Damen und Herren. Und dass hier erzählt wird, es solle Völkergewohnheitsrecht daraus werden, wenn man jetzt diesen UN-Migrationspakt annimmt, das ist an Unkenntnis über das Völkerrecht überhaupt nicht zu überbieten. Es gibt Generalversammlungsresolutionen der Vereinten Nationen aus den 70er Jahren, die heute noch kein Völkergewohnheitsrecht sind, weil die Staaten eben anders gehandelt haben. Gehandelt haben wie der FDP-Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen, der eine Abschiebung durchgeführt hat, die jetzt gerichtlich bestätigt worden ist. Und solche Abschiebungen scheitern, weil Staaten sich weigern, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Solche Abschiebungen scheitern, weil Staaten sich weigern, Passersatzpapiere auszustellen. An diesen Pflichten müssen wir diese Staaten packen. Und deswegen ist es richtig, diesen Pakt zu unterzeichnen und da auch auf internationaler Ebene Kante zu zeigen gegen solche Staaten, die sich da eben nicht beteiligen. Insofern lehnen wir diese Protokollerklärung ab. Vielen Dank. Konstantin Kuhle, Sprecher für Innenpolitik in der FDP-Fraktion, in einer Debatte über einen AfD-Antrag zum Migrationspakt der Vereinten Nationen. Und jetzt spricht Aydan Özos. In der letzten Bundesregierung war sie Staatsministerin im Kanzleramt und da zuständig für die Bereiche Migration und Integration. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 19. April, also vor 7 Monaten, haben wir in diesem Haus das erste Mal über diesen globalen Pakt für Migration gesprochen. Eine erste Version, der sogenannte Zero Draft, war bereits im Februar 2018 für die Öffentlichkeit verfügbar, also noch 2 Monate davor. Und seit Juli 2018 ist der finale Entwurf im Original, an dem zunächst ja über 190 Staaten über ein Jahr gearbeitet haben, öffentlich zugänglich. Er umfasst gerade einmal 34 Seiten. Wie gestern Außenminister Maas noch mal berichtete, wurden AfD-Abgeordnete sogar auf Wunsch gesondert durch das Außenministerium noch mal informiert.
Neben all dem und über all die Monate strickt die AfD ihr Märchen von einem angeblich heimlichen Pakt weiter. Und das schmücken sie in ihrer Manier auch kräftig aus. Sie sprechen von Umvolkung, Siedlungsgebiet Deutschland, Staat ohne Grenzen, ohne Budgethoheit, von einem versteckten Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge, Marginalisierung und eben gerade auch Verschiebung von Menschen. Ich finde, Graf Lambsdorff hat es gestern sehr treffend zusammengefasst. Solche Lügen sind doch keine Schlagzeile wert. Am Ende des Paktes in Punkt 53 heißt es explizit, wir legen den Mitgliedstaaten nahe, sobald wie möglich ambitionierte nationale Strategien zur Umsetzung des globalen Paktes zu entwickeln. Zudem spricht der Pakt von der freiwilligen Ausarbeitung und Anwendung eines nationalen Umsetzungsplans. Das nennt man eine Absichtserklärung. In AfD-Deutsch übersetzt wird unser jetzt schon arg geschundene Land bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das Einzige, was hier bis zur Unkenntlichkeit verändert werden soll, ist das Ergebnis einer so wertvollen Zusammenarbeit so vieler Länder. Naja, es sind wohl deutlich mehr Länder dafür. Allein das erste Ziel des Paktes wollen Sie mit Ihrem Antrag heute doch schon gleich zunichte machen. Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüsselter Daten als Grundlage für eine Politikgestaltung, die auf nachweisbaren Fakten beruht. Es ist die Zielsetzung. Ich sage es noch mal: Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüsselter Daten als Grundlage für eine Politikgestaltung. Da können Sie doch gleich einpacken. Es ist doch klar, warum Sie dagegen sind, dass das nicht angenommen wird. Allein für Stimmungsmache stellen Sie heute auch Ihren Antrag, denn es muss für Sie eine Art Schreckensszenario sein, dass sich eben doch so viele Staaten darauf einigen können, dass das Thema Migration als ein für alle Seiten wichtiges zu erkennen und auch gemeinsam daran arbeiten zu wollen und dass die Erkenntnis eben auch immer weiter dass die Erkenntnis Raum greift, dass es eben nicht ausreicht, wenn jeder Staat für sich eine willkürliche Migrationsagenda strickt, sondern dass man im besten Fall weltweit zusammenarbeitet. Dadurch könnte Migration geordnet von den jeweiligen Bevölkerungen sogar verstanden und Fluchtgründe eben auch bekämpft werden. Was für ein Schreckensszenario für die AfD. Denn da bin ich ganz bei Herrn Kuhle. Sie lebt von dieser Debatte. Es ist ja so etwas wie ihre Existenzgrundlage, damit Ängste zu schüren. Und deshalb hat diese Partei auch überhaupt kein Interesse daran, Lösungen zu erarbeiten und Transparenz zu schaffen. Die inhaltliche Grundlage für diesen Global Compact, über den wir heute sprechen, wurde in der New Yorker Erklärung vom 19. September 2016 gelegt. In dieser einigten sich damals alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf höchster politischer Ebene darauf, die Herausforderungen globaler Wanderungsbewegung eben gemeinsam anzugehen. Diese New Yorker Erklärung wäre auch ohne die Dialoge in den 10 Jahren davor oder das globale Forum für Migration und Entwicklung im Jahr 2007 wohl nicht zustande gekommen. Und darauf weist der Migrationspakt selbst in seiner Präambel hin. Es zeigt, dass die Staaten dieser Welt schon seit Längerem auch ein Bewusstsein für dieses Thema entwickelt haben. Nun steht als Ergebnis dieses jahrelangen politischen Kraftaktes diese Absichtserklärung der beteiligten Staaten, Migration und Flucht aktiver zu gestalten, zu kontrollieren und sie voraussehbarer zu machen. Im Dezember wird diese Absichtserklärung gemeinsam verabschiedet, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und nie zuvor haben sich so viele Staaten gemeinsam an diese schwierige Aufgabe gemacht, die ja auch dadurch so schwer ist, weil das Schicksal der Menschen durch Rechtspopulisten in vielen Ländern immer wieder verdreht wird. Bei allen sehr unterschiedlichen Ansichten hier im Hause, man muss sich ja schon fragen, was spricht eigentlich dagegen, über mehr Kinderrechte zu sprechen, über Frauenrechte zu sprechen, über das zu sprechen, was Menschen auch bei ihren Wanderungen erleben. Ich habe als Integrationsbeauftragte in all den Jahren so oft erlebt, dass Menschen ältere zu mir gekommen sind und mir ins Ohr geflüstert haben, wir waren auch mal Flüchtlinge. Frau Kollegin, wir wissen, was das bedeutet. Frau Kollegin, erlauben Sie eine... Erstmal guten Morgen. So. Ich erlaube keine Zwischenfrage. Vielen Dank. Bei allen sehr unterschiedlichen Ansichten hier im Hause, gerade bei einem solch emotional immer aufwühlenden Thema, darf man das Feld, finde ich, nicht denen überlassen, die Lösung und Zusammenarbeit ganz bewusst torpedieren wollen. Dagegen muss man stehen und man darf sich diese Debatte auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Vielen Dank. Aydan Özulus aus der SPD-Fraktion in einer Debatte zu einem Antrag der AfD, in dem die völkerrechtliche Unverbindlichkeit bzw. die rechtliche Unverbindlichkeit nicht nur bei der Unterzeichnung, sondern auch zukünftig gewährleistet wissen will. Stefan Liebig, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, ist jetzt am Pult. Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja gestern ungefähr zur gleichen Zeit schon einmal über das Thema diskutiert. Die AfD hat trotzdem heute, Freitagvormittag, nochmal das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und um den Vogel abzuschießen, heute Nachmittag noch einmal eine Aktuelle Stunde zum gleichen Thema beantragt. Ich bin jetzt seit 2009 Mitglied des Parlaments. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das noch nicht erlebt, dass unsere wertvolle Debattenzeit dadurch verschwendet wird, dass wir dreimal über das gleiche Thema reden. Und ich habe heute früh dieses Hetzblatt gefunden. In diesem Hetzblatt stehen interessante Sachen. Zum Beispiel, der Pakt wurde bislang am Bundestag vorbei und unter gezieltem Ausschluss der Öffentlichkeit erarbeitet. Das ist doch absurd. Außerdem steht hier drin, und jetzt wird es interessant, und da würde ich Sie mal bitten, gut zuzuhören. Der Bundestag muss sich intensiv mit dem Werk auseinandersetzen und Sachverständige hören. Dazu erzähle ich Ihnen jetzt mal eine Geschichte. Im Mai diesen Jahres haben wir eine Einladung von den Vereinten Nationen erhalten, auch Herr Hampel. Wir wurden eingeladen, nach New York zu fahren und uns bei einer Interessenträgeranhörung mit diesem Pakt zu befassen, unsere Meinung einzubringen. Dass Herr Hampel keine Lust hatte, dahin zu fahren, geschenkt. Aber Herr Büstron, der Obmann im Auswärtigen Ausschuss, hat sogar den Dienstreiseantrag unserer Kollegin Sevim Dardelin abgelehnt, und zwar mit folgender Begründung. Ich trage das hier mal vor. Bei der beantragten Reise nach New York handelt es sich um ein Thema Global Impact on Migration. Ich sehe keinen Nutzen für den Auswärtigen Ausschuss in dieser Reise. Dies betrifft gerade die Interessenträgeranhörung. Wissen Sie, Sie von der AfD haben damals die Relevanz des Abkommens überhaupt nicht verstanden. Sie wollten sogar verhindern, dass Abgeordnete aus Deutschland dazu ihre Meinung einbringen. Aber jetzt ein halbes Jahr später, haben Sie eine große Klappe. Sie hätten vielleicht selber hinfahren sollen. Sie hätten doch hinfahren können. Sie hätten dort ihre Meinung sagen können. Das alles haben Sie nicht gemacht. Aber jetzt weinen Sie folgenlos über das Ergebnis. So ist das eben, wenn man nur bis zum nationalen Gartenzaun denkt. Herr Liebig, zwischen... Nein. Wir reden jetzt also in dieser Woche dreimal über das gleiche Thema. Mindestlohn, Rente, Abrüstung, das alles interessiert Sie nicht. Sie haben kein anderes Thema. Sie sind besessen vom Kampf gegen Zuwanderung. Sie sind besessen von Ihrer Ausländerfeindlichkeit. Und Sie nutzen ohne Scham jedes Mittel, um Angst und Hass zu schüren. Und Sie drehen dabei die Fakten so, wie es Ihnen gerade passt. Das hat Herr Hampel hier gerade bewiesen. Und übrigens, es gab schon immer Migration. Es gibt heute Migration und es wird auch immer Migration geben. Und ich glaube gar nicht, dass es unsere Aufgabe ist, als Politiker oder Staat, das zu fördern oder zu behindern oder gar zu verhindern. Und übrigens war Deutschland gar nicht immer das Zielland.
Aktuell steigen gerade die Auswanderungszahlen aus Deutschland. Es gibt sogar Fernsehshows darüber. Und jetzt sage ich Ihnen, den angeblichen Vertretern des deutschen Volkes, mal was zum Thema Verschiebung von Migrantenströmen. Zwischen 1820 und 1930 haben 6 Millionen Menschen Deutschland verlassen. Und zwar meist als das, was Sie heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen, und zwar in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und falls Sie denken, dass das damals einfach war, dann haben Sie sich geschnitten. Ich will mal einen gewissen Benjamin Franklin zitieren. Der sagte damals, nur wenige ihrer Kinder lernen Englisch. Sie importieren viele Bücher aus Deutschland. 2 von 6 Verlagshäusern gehören vollständig den Deutschen. Die Schilder an unseren Straßen sind in beiden Sprachen gehalten, manchmal sogar in Deutsch. Bald werden sie uns zahlenmäßig überlegen sein, sodass all die Vorteile, die wir haben, nicht ausreichend werden, um unsere Sprache zu erhalten. Auch unsere Regierung gerät dadurch ins Wanken. Kommt Ihnen das bekannt vor? Zum Glück haben wir jetzt ein paar Jahrhunderte später dazugelernt. Globale Themen müssen eben global behandelt werden. Das ist keine besonders überraschende Erkenntnis, und das haben ja eigentlich alle, außer Ihnen natürlich, verstanden. Nun ist das Dokument, was in Marrakesch verabschiedet wird, kein linkes Dokument. Wir haben daran Kritik, und ja, wir haben uns darüber gestritten. So wie wir eben sind als Linke, machen wir das auch schön öffentlich und transparent. Aber ich finde das auch gut. Man darf sich über dieses Thema streiten, weil mir fehlen ganz viele Sachen in diesem Abkommen. Was wird denn gesagt über die erzwungene Migration, über die Ursachen für erzwungene Migration, über Rüstungsexporte, die Kriege befördern? Was wird dazu gesagt? Da wird zum Beispiel aufgenommen eine Formulierung, dass man das Grenzmanagement verbessern will, was de facto bedeutet, man will Frontex und Ähnliches hochrüsten. Das finden wir alles tatsächlich falsch. Aber auf der anderen Seite, es ist doch gut und es ist doch richtig, dass man sich darauf verständigt, wie Menschen in ihren Herkunfts-, in ihren Transit- und in ihren Zielländern behandelt werden. Dass es einen Schutz vor Entrechtung, vor Ausbeutung und vor unmenschlicher Behandlung gibt. Das macht der Global Compact for Migration. Das ist doch gut, das ist richtig. Wir wollen Menschenhandel und Sklaverei ächten. Wer kann denn da etwas dagegen haben? Das ist doch sinnvoll. Und wenn gesagt wird, wir müssen gleiche Arbeitsbedingungen haben für Migranten vor Ort, dann ist das doch eine richtige Entscheidung. Das ist doch sinnvoll, damit es kein Lohndumping gibt. Das brauchen wir doch. Also in der Abwägung sagt unsere Partei, die Bundesregierung soll den Pakt unterstützen. Und ich möchte die AfD auffordern, uns mit ihren unsinnigen Verschwörungstheorien von angeblichen Umvolkungsplänen hier im Bundestag zu verschonen. Stefan Diebig, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, war das. Und ihm wird jetzt folgen aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen Phyllis Pohlert. Da ist die Sprecherin für Migration und Integration. Nächste Rednerin Phyllis Pohlert für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Liebig hat es gesagt, Migration ist so alt wie die Menschheit, und die Frage, wie Migration, und ich möchte noch mal betonen, wir sprechen beim Global Compact for Migration von Migration zu Erwerbszwecken, meine Damen und Herren, wie Migration organisiert, geregelt und auch ermöglicht wird, stellte sich in der Vergangenheit und wird sich auch in Zukunft stellen. Genau hier setzt der UN-Migrationspakt an, lösungsorientiert und realitätsnah. Denn Migration ist ein Fakt und lässt sich nicht wegschreien, auch nicht vom rechten Rand, meine Damen und Herren. Der Migrationspakt ist kein Angriff auf nationale Souveränität, sondern er wahrt nationale Souveränität. Der Migrationspakt schafft nicht mehr Migration, sondern ersetzt, und das ist uns besonders wichtig, ersetzt globale Standards unverbindlich, um vor allem Arbeitsmigrantinnen und Migranten vor Ausbeutung zu schützen. Der Migrationspakt will nicht alle Menschen nach Deutschland holen. Er gibt Leitlinien für die Steuerung von Migrationsbewegungen vor. Nicht mehr und nicht weniger. Mit dem Migrationspakt wird ein Kooperationsrahmen auf UN-Ebene geschaffen, der die unterschiedlichen Interessen von Herkunfts-, Transit- und Aufnahmestaaten vereint. Und dabei sollen eben alle Interessen beachtet werden, die der Staaten, aber eben an allererste
stelle die der Menschen. Inhaltlich setzt der Pakt Standard zum Schutz des Lebens, der Lebens- und Arbeitsbedingungen, der Bekämpfung von Menschenhandel, von Ausbeutung und Diskriminierung der Migrantinnen und Migranten. Und das ist dringend notwendig, nicht nur in Katar, nicht nur in Bangladesch oder Spanien, meine Damen und Herren, nein, auch hier in Deutschland. Lassen Sie mich das noch einmal an einigen Beispielen verdeutlichen. Die vielbeschworenen innovativen Köpfe in Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten über nationale Grenzen hinweg. Wo, meine Damen und Herren, ist die Lösung für die Wissenschaftlerin, Herr Hampel, die Rentenansprüche in 5 verschiedenen Ländern erworben hat? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo das Schnitzel herkommt, Herr Hampel, das Sie hier in der Kantine essen? Ich kann es Ihnen sagen, ich komme auch aus Niedersachsen. In den Schlachthöfen in Niedersachsen arbeiten zahllose bulgarische oder rumänische Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die dafür sorgen, dass Ihr Essen auf Ihrem Teller landet. Haben Sie keine fairen Löhne verdient? Sollten Sie nicht menschenwürdig untergebracht werden, meine Damen und Herren? Wer arbeitet hinter den Kulissen in den Küchen der Restaurants, in denen wir unseren Feierabend genießen? Wer pflegt Sie, Herr Hampel? Wer pflegt Sie und Ihre Eltern und Großeltern? Sie leben wahrscheinlich nicht mehr in Ihrem Zuhause, damit diese in Würde und selbstbestimmt alt werden können. Wem gehören die vielen Hände auf den Baustellen, die es braucht, um den Wohnungsbau auch in Deutschland voranzutreiben, meine Damen und Herren? All diese Menschen sind wesentlich an dem Wohlstand und Wohlergehen der unserer Gesellschaft beteiligt. Ohne ihren Einsatz würde es uns nicht so gut gehen. Und deswegen ist es doch selbstverständlich, dass wir ihnen mit Respekt begegnen und eben auch den gleichen Schutz und die gleichen Rechte zugestehen, die wir beispielsweise, auch Herr Liebig hat das gesagt, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in Deutschland haben, meine Damen und Herren. Ist es gerecht, dass die Anzeige von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen zum Verlust des Aufenthaltstitels führen kann? Wie kann es sein, dass Betroffene von Menschenhandel, wenn sie den Mut beweisen, gegen ihren Peiniger rechtlich vorzugehen, keinen Schutz in Deutschland erhalten? Ist das gerecht, was mit den zahllosen Menschen, die nur aufgrund ihrer Hautfarbe, Herr Gauland, Sie haben das Zitat selber gebracht, nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Namens keine Wohnung finden? Haben sie keine Wohnung in Deutschland verdient, meine Damen und Herren? Das sind die wahren Probleme, die wir uns stellen müssen, auch in Deutschland. Und dafür bietet der Migrationspakt Leitlinien, wie wir diese Probleme anpacken können. Natürlich ist der Fortschritt weltweit wichtig, und wir müssen diese gemeinsam vorantreiben. Dabei dürfen wir die Herausforderungen vor unserer eigenen Haustür nicht kleinreden. Es gibt viel zu tun. Und nach all den Diskussionen in der Öffentlichkeit, auch hier im Plenum um diesen Migrationspakt, bisher kommt die Perspektive der Migrantinnen und Migranten nicht vor. Das ist das größte Problem in dieser Debatte. Statt die Vereinten Nationen und den Multilateralismus durch juristische Feinheiten bis hin zu Verschwörungstheorien infrage zu stellen, meine Damen und Herren, die Menschen müssen der Kern unserer Debatte sein. Das ist unser Auftrag als Bundestagsabgeordnete. Wir lehnen mit Überzeugung die Entschließungsanträge der AfD ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Phyllis Pohlert, Sprecherin für Migration und Integration, in einer Aussprache zu einem Antrag der AfD-Fraktion zum globalen Pakt für Migration. Heute am Nachmittag einfach wird es eine Aktuelle Stunde geben. Da geht es dann um den globalen Pakt für Flüchtlinge. Auch das Ganze auf Antrag der AfD. Jetzt aber erstmal Thorsten Frei für die Unionsfraktion, und da ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Der allermeisten Vorredner anschließen. Es ist doch in der Tat so, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv, auch aus unseren Wahlkreisen, wahrscheinlich alle miteinander mit diesen Themen befasst worden sind. Und da spüren wir natürlich schon, dass es die Menschen umtreibt, dass sie Fragen haben, dass sie teilweise auch berechtigte Fragen haben, aber in ganz vielen Fällen eben auch Fake News aufsitzen. Und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Den Menschen Sand in die Augen zu streuen, das ist nicht das Richtige, sondern es geht darum, ein ernstes Thema ernsthaft zu diskutieren und nach guten Lösungen zu suchen. Und in diesem Zusammenhang
ist auch der Antrag der AfD am heutigen Tag zu sehen. Es tut mir fast körperlich weh, dem Herrn Liebig zustimmen zu müssen. Aber in der Tat ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich das tue. Aber in der Tat ist es richtig, dass wir in einer Woche im Grunde genommen das gleiche Thema in drei Debatten debattieren. Das führt nicht zu besseren Ergebnissen, sondern es führt nur dazu, dass ein Thema perpetuiert wird, von dem man glaubt, dass man parteipolitischen Nutzen daraus ziehen kann. Das ist nicht souverän, das ist nicht souverän und es ist auch nicht eine verantwortungsvolle Politik für unser Land. Herr Frey, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herr Sichert? Ja? Jetzt. Herr Frey, nehmen Sie zur Kenntnis, dass tatsächlich die Aktuelle Stunde nachher sich nicht um den globalen Pakt für Migration, sondern um den globalen Pakt für Flüchtlinge dreht, der nämlich auch noch in Marrakesch verabschiedet werden soll, wo Resettlement-Programme, also Neuansiedlungsprogramme, ganz klar drinstehen und das Thema Flüchtlinge dort separiert vom Thema Migration behandelt wird und dass wir zweimal das Thema globalen Pakt für Migration und einmal das Thema globalen Pakt für Flüchtlinge, über den leider in der Öffentlichkeit viel zu wenig gesprochen wurde, dass wir das später noch als Aktuelle Stunde haben und es eben nicht dreimal um das gleiche Thema dreht. Also, Herr Kollege, natürlich lese ich Ihre Anträge, auch Ihre Anträge zu Aktuellen Stunden. Aber ich will Ihnen eines sagen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, da haben Sie recht, die aber auch miteinander in Verbindung stehen. Und warum ist bisher vielleicht weniger diskutiert worden über den Global Compact on Refugees? Vielleicht einfach deshalb, weil er vom Hochkommissar vorgelegt worden ist, weil er abgestimmt wurde, anders als der Global Compact on Migration, und zwar mit 176-1. Zum Zweiten und Letzten, weil er darüber hinaus nicht in Marrakesch abgestimmt wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Und deswegen ist es etwas Unterschiedliches, das aber thematisch natürlich zusammengehört. Und deshalb hätte man das sehr wohl auch in einer Debatte machen können. Die Argumente auszutauschen ist immer richtig, dafür stehe ich auch ein. Aber das kann man auch konzentriert machen, das kann man in einer Debatte machen. Und man kann es so machen, dass die Dinge, die auch zusammengehören, gemeinsam debattiert. So, und jetzt will ich noch zwei Bemerkungen zu Ihrem Antrag machen, den Sie jetzt gestellt haben. Das eine ist bereits von meinem Vorredner Detlef Seif gesagt worden. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, eine Protokollerklärung machen zu wollen, wenn gleichzeitig bereits in der Präambel des Global Compact drinsteht, dass er rechtlich nicht bindend ist, dass die souveränen Rechte der Nationalstaaten nicht angegriffen werden, dann braucht man das eben nicht, sondern dann hat man die höchste rechtliche Wirkung, die man damit verbinden kann. Und ich habe im Übrigen hier auch im Deutschen Bundestag keinen Redner gehört, der dieses in Frage gestellt hätte. Und das Zweite, was Sie beantragen, der Permanent oder Persistent Objector, das ist ein Rechtsinstitut, wenn man das überhaupt so nennen darf, das in der Fachliteratur höchst umstritten ist. Und noch wichtiger, es keinen einzigen praktischen Fall gibt, wo er je angewendet oder zum Erfolg geführt hätte. Insofern ist auch das ein Popanz und hat nichts mit Realpolitik zu tun. Ich will Ihnen in wenigen Spiegelstrichen noch sagen, warum wir aus voller Überzeugung der Auffassung sind, dass dieser Weg der richtige ist. Weil wir ein globales Problem haben mit 3,3% der Weltbevölkerung, die als Migranten unterwegs sind und wir dafür auch eine globale Lösung brauchen. Die globale Lösung reicht nicht aus, das ist richtig. Natürlich müssen wir nationalstaatlich das Notwendige tun. Vieles haben wir gemacht, vieles ist noch zu tun. Etwa wenn es darum geht, beispielsweise im Bereich der Rückführungen deutlich besser zu werden und dafür auch die gesetzlichen Voraussetzungen nachzuschärfen. Wir müssen auf europäischer Ebene besser werden, wenn es um einen gemeinsamen und effektiven Außengrenzschutz geht.
Und es ist richtig, es ist am schwierigsten, auf internationaler, auf globaler Ebene zu Lösungen zu kommen, weil dort natürlich auch die Interessen so weit auseinandergehen. Und deshalb ist es ja auch gerade der Grund, dass wir hier kein rechtlich verbindliches Regelwerk haben, sondern ein Kooperationsrahmen definiert wird, der im Übrigen erstmals ein gemeinsames Verständnis dafür definiert, dass eben irreguläre, illegale Migration unterbunden werden muss und dass das letztlich auch etwas ist, was die internationale Staatengemeinschaft gemeinsam angeht. Herr Frey, erlauben Sie eine Bemerkung oder zwischen wenn Sie's von Frau, nein, das müssen Sie ja entscheiden. Ja, also von mir aus gerne. Sie hatten ja vorher mal darauf hingewiesen, dass Sie auf die Geschwindigkeit der Debatte. Ja, dann sagen Sie ja oder nein. Das hängt jetzt an Ihnen. Ja, bitte. Ich habe nichts dagegen. Frau von Storch. Ja, zur Klarstellung vielleicht noch eine Frage. Sie sagen, die Migration insgesamt wird nicht zunehmen, sie soll auch nicht zunehmen. Davon müssten wir keine Sorgen haben. Gleichzeitig steht aber in dem Pakt drin, ich zitiere Punkt 8, wir anerkennen, dass Migration eine Quelle von Wohlstand, Innovation oder nachhaltigen Entwicklung in unserer globalisierten Welt ist. Müsste unter dem Gedanken nicht mehr Migration besser sein, mehr Wohlstand, mehr Innovation? Müssten Sie uns nicht sagen, wir brauchen mehr Migration und wir wollen auch mehr Migration? Frau Kollegin von Storch, ich glaube, die Dinge muss man ganz klar auseinanderhalten. Wir machen beispielsweise noch in diesem Jahr, und wir werden es im parlamentarischen Betrieb Anfang nächsten Jahres haben, ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, weil wir wissen, dass wir das Wirtschaftswachstumspotenzial in Deutschland derzeit nicht heben können, weil wir nicht genügend Facharbeitskräfte haben. Und insofern ist es vollkommen richtig, ja, wir brauchen mehr Migration in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen keine Migration in die sozialen Transfersysteme. Und deshalb geht es darum, zu ordnen, zu steuern und dafür zu sorgen, dass die Migration in Deutschland und nach Deutschland stattfindet, die unsere Gesellschaft auch tatsächlich weiterbringt. Das ist auseinanderzuhalten und dazu stehen wir. Und lassen Sie mich zuletzt noch mit einer mehr aufräumen. Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass andere Staaten nicht mitmachen beim Global Compact, dass sie sich verabschiedet hätten. Ja, da fällt mir ein die USA, da fällt mir ein Russland, da fällt mir ein China. Das sind die Staaten, die nichts von Multilateralismus und einer Staatenordnung in der Welt, die geordnet ist, wissen wollen. Und wenn Sie dann beispielsweise noch die Schweiz anführen, dann lassen Sie mich ganz zum Schluss auch noch sagen, es spricht sehr viel dafür, dass die Schweiz am Ende bei diesem Global Compact mitmachen wird. Dort wird es eine parlamentarische Befassung geben. Das Schweizer Parlament tagt in 4 Sessionen im Jahr. Das schaffen die nicht mehr bis zum 10. Dezember. Danach wird die Abstimmung dort stattfinden. Ich bin davon überzeugt, dass die Schweiz dabei sein wird, weil auch der Schweizer Bundesrat, die Regierung dort, diesem Pakt zustimmt und weil sie der Auffassung ist, dass es eine gute Lösung ist, eine internationale Antwort auf globale Herausforderungen zu geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Thorsten Frey für die Unionsfraktion. Und ja, Sie sehen schon, dieser Debattenpunkt verlängert sich doch erheblich durch allerlei Zwischenfragen und Kurzinterventionen. Und jetzt geht es aber erstmal in der Rednerliste weiter, wie sie uns auch vorliegt. Und da ist Martin Hebner dran aus der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Silvester 2015-16. Wir alle erinnern uns noch an die Übergriffe und Verbrechen der Gäste von Merkel auf der Kölner Domplatte, aber auch woanders. Und wir erinnern uns auch an die lange Zeitdauer, bis darüber in den Medien berichtet wurde. Der Bericht der Medien kam erst auf den Druck der sozialen Medien, sprich der Fernsehen aus den sozialen Medien, so unter Druck gekommen, dass dann plötzlich ein paar Tage später die Berichte explosionsartig dann erfolgten. Und analog verhält sich auch zum globalen Pakt für Migration. Der Migrationspakt wurde lange nicht berichtet, über den wurde lange nicht berichtet. Und es ist den sozialen Medien und vor allem der AfD zu verdanken, dass hier die Berichte und die Behandlung überhaupt erfolgte. Denn Frau Özegür, Sie haben gesagt, am 19. April wurde das im Bundestag debattiert. Ja, nur auf Antrag der AfD. Auch in dem Falle am 8.11. nur auf Antrag der AfD. Und
Die gesamte parlamentarische Aufgabe, hier sich mit dem zu befassen, ist nur der AfD zu verdanken. Wenn gestern Herr Maas an dieser Stelle sagte, er hätte die Öffentlichkeit über den Migrationspakt informiert, dann ist das vergleichbar einem Trickbetrüger, der bei seiner Verhaftung sagt, er hat so viele Spuren hinterlassen, dass man ihn erwischen müsste. Das ist in dem Falle schlicht und ergreifend ein Problem, was der Herr Maas gesagt hat. Er hat gestern auch noch mal erwähnt, er hätte hier eine Einladung durchgeführt, einen AfD-Abgeordneten. Meine Damen und Herren, hat damit meine Recherche als in dem Falle sein Verdienst dargestellt. Meine Damen und Herren, ich habe beim Auswärtigen Amt nachgefragt und habe nach Termin gebeten. A, bei der politischen Abteilung, B, bei der juristischen Abteilung. Und wir haben bei diesen Terminen genau festgestellt, wie wackelig die Positionen des Auswärtigen Amts sind. Im Übrigen, meine Damen und Herren von der Union, Sie haben das dann auch festgestellt. Deswegen Ihr Entschließungsantrag, der die Position, den Sie gestern eingebracht haben, etwas mildern sollte. Mildern sollte, aber nicht wirklich beheben. Und Herr Maas hatte noch gesagt, dass dieser Termin keinen Erfolg gehabt hätte. Oh doch, er hat einen großen Erfolg gehabt. Wir haben in dem Falle das, was wir dort erkannt haben, auch wiederum in die Medien reingebracht. Und Sie sehen es ja, die Berichterstattung ist entsprechend. Und hier das Thema interessiert die Bevölkerung. Es hat Sie nicht interessiert, aber die Bevölkerung, die hat das in dem Falle definitiv am Herzen. Schauen Sie sich die Anzahl der Berichterstattung an, der Petitionen, die jetzt eingegangen sind, der Anzahl der Mitzeichner. Wenn Sie allein das zugrunde legen, dann sehen Sie, was hier passiert. Und die fehlende Kommunikation, alleine schon die fehlende Kommunikation über diesen Pakt der Bundesregierung, die fehlende Kommunikation durch das Auswärtige Amt, durch Herrn Maas, der jetzt nicht da ist, ist schon allein ein Skandal für sich. Aber jetzt sehen wir doch, was danach noch folgt. Es folgt in dem Falle, Herr Frey, Sie haben gesagt, es gibt drei Debatten über das gleiche Thema in dieser Woche. Nein, das folgt in dem Falle im Windschatten des globalen Pakts für Migration, der globale Pakt für Flüchtlinge. Und über den wird genauso wenig auch in dem Falle informiert und debattiert. Meine Damen und Herren, Sie versuchen das ja auch in dem Fall von Union, diese Debatte möglichst ans Ende der gesamten Diskussion in diesem Tage heute zu setzen, um möglicherweise das Ganze noch komplett zu verschieben. Diese Vorgehensweise, die Bevölkerung nicht zu informieren, den Bundestag nicht einzubeziehen und jetzt nur auf letzte Minute noch eine Quasi-Regelung herbeizuführen, die wirklich keine ist, das ist ein Versagen der Bundesregierung und das ist ein Versagen Ihrerseits der Altparteien. Und Sie merken es auch entsprechend der Emotionen in der Reaktion. Das sehen Sie auch in dem Fall als wirkliches Problem an, Frau Özegürs, denn Sie haben es ja in dem Fall überhaupt nicht aufgegriffen gehabt. Übrigens leider auch nicht seitens der Kollegen der Union. Und dieser in dem Fall jetzt gestern erfolgte Regelung, ich kann es nur sagen, sie hat international, Herr Frey, keinerlei Relevanz. Hier muss, und deswegen auf unseren Antrag zu kommen, und deswegen als Hilfestellung für Sie, eine ganz klare Erklärung, Protokollerklärung hinzugefügt werden, als Permanent bzw. Persistence Objector. Wir bitten hier dringend im Interesse unseres Landes um Zustimmung. Herzlichen Dank. Martin Hebner aus der AfD-Fraktion hat das Thema Berichterstattung über den UN-Migrationspakt angesprochen. Da empfiehlt sich, wenn Sie da größeres Interesse daran haben, ein Beitrag aus den ARD-Tagesthemen von gestern. Ein sehr interessantes Stück zum Thema politische Kommunikation, speziell vor dem Hintergrund oder im Zusammenhang mit dem UN-Migrationspakt. Helge Lind ist der nächste Redner. Mit Genehmigung des Präsidiums beginne ich mit einem Gedicht von Nazim Hikmet. Das Gespenst am Mittelmeer heißt es. Ich kenne ihn. Er flüchtete bei Aduva von der Front, floh wie ein Tier, die Feuerbrunst flieht. Floh nicht für eine Idee, nicht für ein Ideal, noch für ein Recht. Flüchtete, um nicht zu sterben, um zu leben. Das war das einzige Papier, was ich heute für meine Rede brauche. Denn aus mir spricht das Herz. Und da braucht man kein Manuskript, anders als bei Ihnen und bei Herrn Curio. Da spricht der Hass. Und da brauchen Sie Drehbücher. Wenn es nach dem Wahrheitsgehalt und der Logik Ihrer sogenannten Protokollerklärung ginge, dann wäre dieser Text hier ein verführerischer, böser Text, der auffordert zur Flucht im Mittelmeer. Wenn man ihn genau liest und genau zuhört, ist er ein Text des berühmten türkischen Dichters Hikmet, der Respekt vor einem Deserteur, der erschossen wurde, bekundet. Und wenn es nach Ihnen ginge und dem Geist, den Sie hier heute wieder zum Ausdruck bringen, dann dürfte es diesen Nazim Hikmet gar nicht geben. Er als Türke hatte Vorfahren aus Deutschland und aus Polen. Einer seiner Vorfahren war der osmanische General Mehmet Ali Pascha, geboren als Deutscher in Magdeburg
Preußen. Und es kommt noch schlimmer, sein Urgroßvater war geboren in Frankreich und zog hier als Hugenotte. All diese Personen gäbe es nicht, wenn ihre Politik der Wirklichkeitsverweigerung gegenüber Migration Realität wäre. Und noch mehr gäbe es nicht, wenn dieser Feldzug, dieser irre Feldzug gegen Migration erfolgreich wäre. Gestern Abend befand ich mich in dem Andachtsraum unweit von hier und betete als Christ eines finnischen Vaters. Und wenige Meter von mir betete ein muslimischer Mitarbeiter des Bundestages, dessen Eltern aus der Türkei hierher gekommen sind. Wir beide beteten da, zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft, zu einem Gott. Diese wunderbare Begegnung, wie ich finde, gäbe es nicht, wenn Ihr Geist nur eine Spur von Wahrheit und Richtigkeit hätte. Aber gut, dass es diesen Moment gegeben hat. Vor einigen Tagen am bundesweiten Vorlesetag durfte ich vor einer Schülerklasse lesen. Ungefähr 50-60% der Schülerinnen und Schüler, Realität in Deutschland, gut, dass es so ist, mit Migrationshintergrund. Und ich habe sie bewusst aufgefordert, auch Texte in den Sprachen ihrer Eltern und Großeltern vorzulesen. Viele haben es gar nicht gewagt, weil sie die Sprache gar nicht mehr beherrschen. Was war die Erkenntnis? Diejenigen, die die Sprache ihrer Urgroßeltern am besten beherrschten, sprachen auch am besten das Deutsch. Und es war gut, dass es so war. Und sie haben sich gefreut, dass wir uns mit dem Global Compact und solchen Fragen offensiv mit Migration auseinandersetzen. Und warum haben sie sich gefreut? Weil ihre Urgroßeltern, ihre Großmütter, Großväter dieses Land als Gastarbeiter mit aufgebaut haben, weil sie Verdienste haben um dieses Land, anders als sie, weil es endlich mal in diesen Jahren und Monaten der Verhetzung durch AfD und andere an der Zeit ist, deutlich zu machen, was Migrantinnen und Migranten in diesem Land aufgebaut und geleistet haben. Denn Migrantinnen und Migranten sind in der Regel, und es zeigen auch Studien, mutige Menschen. Sie lassen so viel hinter sich. Sie verlassen ihr Land. Sie wagen viel, um Perspektiven für sich und ihre Eltern zu schaffen. Sie gründen hier Unternehmer. Zum Beispiel die Opfer der grauenvollen NSU-Morde haben selber Unternehmen gegründet. Wenn Sie eine Spur des Mutes dieser Menschen hätten, dann hätte ich wieder Hoffnung in Sie. Aber die haben Sie nicht. Ihre Anträge sagen nur eines, und das ist nicht Mut, das ist Feigheit, die daraus spricht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns diesen Vorschlag einer Protokollerklärung angucken und die ganze Argumentation, wie wir sie heute erlebt haben, wie wir sie heute Nachmittag erleben werden, wie wir sie gestern erlebt haben, dann kann man das wunderbar vergleichen mit einem Ostpreußen, einem großen deutschen Denker, Immanuel Kant, 1781, Kritik der reinen Vernunft. Wenn es nach Ihrer Logik ginge, wäre damit die allgemeine Vernunft ausgebrochen. Wie wir es an Ihnen sehen, war das leider nicht der Fall. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Global Compact on Migration ist doch nicht die Ursache für Migration. Der Grund für Migration ist, dass Menschen Krieg erfahren oder Armut oder Verfolgung oder einfach aus wirtschaftlichen Gründen Perspektiven suchen. Sie brauchen dafür keinen Global Compact. Und ein weiterer Grund übrigens für Migration aktuell ist, dass es auch in diesem Land lebende Menschen mit Eltern, zum Beispiel aus der Türkei, gibt, die das Land verlassen, weil sie nicht mehr ertragen können, wie sie keinen Respekt vor ihnen, ihren Eltern und ihren Urgroßeltern zeigen. Traurig, dass es so ist. Aber das Ganze lenkt ohnehin nur davon ab, und all ihre Formalitäten, auf die sie sich berufen, verdecken nur eines. Im Gegensatz zu uns, die wir ja sachlich über Migration sprechen sollen, sind Sie geradezu manisch besessen von dem Thema. Bei jeder Frage kommen Sie mit Migration und Flüchtlingen. Sie sind auf dem Stoff Migration. Das ist Ihre Droge. Und wenn Sie die Droge nicht mehr hätten, was täten Sie dann? Ein ganz einfacher Fall, ein einfacher Fall für Freuds Couch. Die AfD betet jeden Tag doch darum, dass wir unbegrenzte Migration haben. Sie hoffen doch, dass Ausländer Verbrechen begehen, damit sie damit ihr Geschäftsmodell weiter betreiben können. Das spielen wir aber nicht mit. Denken Sie bitte an die Redezeit. Und noch mehr.
Und abschließend dazu, der eigentliche Grund ist gar nicht nur Ihr Geschäftsmodell. Denn offensichtlich, und da hilft uns auch Freud, ist es so, dass Sie Ihrer eigenen Identität, Ihrem eigenen Deutschtum, Ihrer eigenen Herkunft so unsicher sind, dass Sie andere brauchen, um sich darüber negativ zu identifizieren. Traurig, dass es so ist, und gut, dass wir alle anderen das nicht nötig haben. Vielen Dank. Helge Lindt war das für die SPD-Fraktion. Und dann sind wir schon beim drittletzten Redner in dieser Debatte, die allerdings deutlich länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Im Grunde sollte schon vor einer Viertelstunde hier namentlich abgestimmt werden. Das wird wohl dann erst in gut 15 Minuten der Fall sein. Jetzt erstmal Olaf Inderbeek für die FDP-Fraktion. Erstens, der Migrationspakt ist völkerrechtlich nicht bindend. Zweitens, er wird anders als von der AfD behauptet, nicht unterzeichnet, er wird verkündet. Drittens, er wird nicht dazu führen, dass die mehr als 20 Millionen Migranten auf dieser Welt plötzlich nach Deutschland strömen. Und viertens, zum Ausverkauf der deutschen Sozialsysteme und zu seiner, ich zitiere mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, mit Erlaubnis der Präsidentin, irreversiblen Umvolkung durch massenhafte Zuwanderung, wie Herr Böhringer es nennt, wird es auch nicht kommen. Das waren Fakten. Jetzt wollen Sie für diesen völkerrechtlich nicht bindenden Pakt eine völkerrechtliche Protokollerklärung, dass der völkerrechtlich nicht bindende Pakt völkerrechtlich nicht bindend ist. Genau mein Humor, meine Damen und Herren. Für die Rechtstheoretiker unter uns mag das vielleicht spannend sein. In der Sache, und das wurde hier schon in den letzten Tagen und Wochen zu Genüge ausgeführt, ist das völliger Quatsch. Sie verbreiten Panik vor dem, und ich zitiere jetzt mal Ihre Homepage, mit der Erlaubnis der Präsidentin, massenhaften Zuzug bildungsferner Menschen aus fremden Kulturen, während Sie, die angeblichen Volksaufklärer, weite Teile der Bevölkerung offensichtlich für dumm verkaufen wollen. Erklären Sie den Menschen doch mal, wie Sie den globalen Migrationsdruck angehen wollen, während Sie die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit in den Bereichen Bildung, sexuelle Aufklärung und Verhütung zusammenstreichen wollen. Erklären Sie den Menschen doch mal, wie Sie angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und immer weniger Erwerbstätigen die Rente in Zukunft sichern wollen, ohne qualifizierte Zuwanderung. Und erklären Sie den Menschen doch mal, warum Sie wollen, dass gut integrierte Migranten mit Job abgeschoben werden, während Unternehmen in ganz Deutschland in vielen Bereichen händeringend nach Arbeitskräften suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist wichtig und richtig, dass wir den Menschen erklären, was der Migrationspakt wirklich bedeutet. Kurz gesagt, die Weltgemeinschaft versucht erstmals, die reguläre und irreguläre Migration zu steuern und zu lenken und Lebensverhältnisse zu verbessern. Und das gilt auch für den kommenden Flüchtlingspakt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die AfD auch daraus wieder eine Fake News-Kampagne baut. Aber, und das will ich hier ganz deutlich sagen, der UN-Migrationspakt ist nicht die Mutter aller Probleme, um es mit Horst Seehofers Worten zu sagen. Der UN-Migrationspakt ist nicht das alles bestimmende Thema, zu dem es die AfD in ihren Blasen gerne aufbauschen möchte. Stattdessen erwarten die Menschen von uns Antworten. Antworten auf Fragen zur Zukunft. Da geht es um bezahlbaren Wohnraum. Da geht es um Pflegenotstand. Da geht es um die Rente für die Generation von morgen. Und da geht es um die Digitalisierung oder es geht um die Arbeitswelt von morgen. Und diese Antworten. Ich komme zum Ende. Und diese Antworten, das müssen alle Demokraten liefern. Die selbsternannte Alternative, da können wir uns alle ganz sicher sein, die kann das nicht. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, auch drei Redner vor Schluss dieser Debatte. Immer noch große Anspannung allenthalben und Leidenschaft, wenn man so will. Wenn wir einen kurzen Blick in den Plenarsaal werfen, der ist schon fast komplett gefüllt. Denn es gibt ja, wie gesagt, gleich hier eine namentliche Abstimmung. Aber erst hören wir noch Michael Kuffer aus der Unionsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Nach aktuell vier Debatten zu diesem Thema hier im Haus
glaube ich, sind die Argumente, warum der Pakt im deutschen Interesse liegt, hinreichend ausgetauscht. Es ist aber in den letzten Wochen zunehmend unmöglich geworden, weite Teile der Menschen im Land mit Argumenten überhaupt noch zu erreichen. Die Verunsicherung ist einfach zu groß. Und diese Verunsicherung hat einen Spiritus Rector. Sie hat einen Spiritus Rector, Herr Gauland, Frau Weidel, stellvertretend auch für Ihre gesamte Organisation. Sie belügen die Menschen. Sie lügen die Menschen in diesem Land eiskalt an. Und Sie machen es deshalb, weil die Wahrheit Ihren politischen Zielen nicht dient. Die Wahrheit hilft Ihnen nicht. Und deshalb lügen Sie die Menschen eiskalt an. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, geht es mir zum Abschluss der Debatte in meiner heutigen Rede vor allem noch mal um einen Faktencheck. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auf Ihrem offiziellen Propagandaorgan der AfD auf Ihrer Webseite anfangen. Sie listen gleich am Anfang 10 angebliche Argumente, 10 Tatsachenbehauptungen auf. Jede dieser Scheintatsachen ist objektiv widerlegbar. Falsch. Jede dieser Tatsachen. Und dann hatten wir, ja, müssen Sie schon noch anhören jetzt. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hatten wir das Thema gestern schon einmal in diesem Plenum. Und da ging es um einen Entschließungsantrag von CDU, CSU und SPD. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie haben gegen diesen Antrag gestimmt. Und das sollten wir der deutschen Öffentlichkeit schon einmal erklären, wogegen Sie da gestern eigentlich gestimmt haben. Sie haben nicht gegen den Global Compact gestimmt, sondern Sie haben stattdessen gegen einen Entschließungsantrag gestimmt, der Folgendes zum Inhalt hat, der folgende Inhalte hat: die Bundesregierung aufzufordern, weiterhin sicherzustellen, dass die nationale Souveränität, das Recht Deutschlands über seine Migrationspolitik selbst zu entscheiden, nicht beeinträchtigt werden. Dazu gehört zu gewährleisten, dass der GCM keinerlei deutsche Regelungen einschränkt oder ausweitet. Haben Sie dagegen gestimmt? Weiterhin klar und stringent zwischen legaler und illegaler Migration zu unterscheiden und dabei die illegale Migration nach Deutschland und Europa auch mit nationalstaatlichen und europäischen Mitteln zu verhindern. Hat die AfD dagegen gestimmt? Sie sind dagegen. Auf internationaler Ebene gegenüber den Partnerstaaten mit Nachdruck die völkerrechtliche Verpflichtung zur Rückübernahme eigener Staatsangehöriger einzufordern. Sie haben dagegen gestimmt. Soll ich noch weiter vorlesen? Ich glaube, wir kürzen es jetzt ab. Wir können es jetzt abkürzen. Sie sind bei dem Thema wieder mal aufgeflogen. So. Kufer, Herr Kufer, darf ich Sie fragen? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Dass Frau Präsidentin, wir haben jetzt so viele Zwischenfragen gehört. Das habe ich es mir läuft gedacht. Immer wieder aufs Gleiche hinaus. Sie haben es einfach nicht gelesen. Und deshalb mache ich Ihnen jetzt einen Vorschlag. Wir kürzen das mit den Zwischenfragen ab. Ich gebe Ihnen das Ding jetzt und Sie lesen es einfach mal. Dann können wir darüber weiter diskutieren. Und schließlich haben Sie mit Ihrem Abstimmungsverhalten gestern, im Übrigen auch mit Ihrem jetzigen Antrag, auch Ihre politische Strategie der letzten Wochen völlig ad absurdum geführt. Völlig ad absurdum. Sie haben uns jetzt andauernd erklärt, man müsse unbedingt verhindern, dass uns dieser internationale Pakt irgendwann zu Maßnahmen zwingt, die wir als nationaler Gesetzgeber nicht treffen wollen. Und jetzt muss man noch mal ganz kurz in die Grundsätze des Völkerrechts gehen. Der Pakt ist nicht als bindendes Völkerrecht angelegt. Das wird noch nicht mal von Ihnen bestritten. Er lässt auch definitiv kein Völkergewohnheitsrecht zu, weil ihm ausweislich seines Wortlauts von vornherein zumindest die Voraussetzung des Rechtsbindungswillens der Opinio Iuris fehlt. Und nun will ich an dieser Stelle gar nicht auf den Streit eingehen, was es mit Softlaw auf sich hat, ob es diese Kategorie überhaupt gibt und welche Folgen sie zeitigt. Aber wenn überhaupt, dann wäre Vorsorge zu treffen gegen die Heranziehung
zur Rechtsauslegung durch unsere nationalen Gerichte. Und genau dagegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Entschließung des Gesetzgebers des Deutschen Bundestages das effektivste Instrument. Eine Rechtsauslegung gegen den erkennbar dokumentierten Willen des Gesetzgebers ist nicht möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Protokollerklärung, damit komme ich zum Schluss, die Protokollerklärung, sprich in Marrakesch irgendeinen Zettel zu den Akten zu heften, ist demgegenüber völlig nutzlos. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag als nicht weitgehend genug ab. Sie haben wiederum mit Ihrer gestrigen Ablehnung unseres Entschließungsantrags dem einzigen effektiven Instrument die Unterstützung verweigert. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kuffer. Michael Kuffer aus der Unionsfraktion war der vorletzte Redner. Demzufolge ist Stefan Harbart jetzt der letzte Redner in dieser Debatte. Und unter Umständen ist das auch eine seiner letzten Reden hier im Deutschen Bundestag, denn Stefan Harbart ist berufen worden ans Bundesverfassungsgericht, wird dort Vizepräsident werden und eines Tages, wenn der jetzige Präsident Voskuhle in den Ruhestand geht, wohl aufsteigen zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Jetzt moniert Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, nochmal die Unruhe hier im Plenarsaal. Da haben wir Ihnen ja eben schon angedeutet, dass viele Abgeordnete jetzt hereinströmen, die aber auch die Gelegenheit nutzen, in den hinteren Reihen den einen und anderen Schwatz zu halten. Und das mag nicht nur Claudia Roth nicht, sondern die anderen Vizepräsidenten des Bundestages genauso wenig. Und natürlich auch der Bundestagspräsident hat das schon ein ums andere Mal reklamiert. Jetzt aber Stefan Harbart. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist richtig, in wenigen Tagen den globalen Migrationspakt in Marrakesch zu beschließen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat immer betont, wie wichtig es ist, dass bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen der Migration nationale und internationale Schritte Hand in Hand gehen müssen. Nur so kann Migration wirksam gesteuert werden. Nur so kann Migration wirksam begrenzt werden. Und deshalb mag es paradox klingen, aber wir haben in den vergangenen Jahren gerade als Innenpolitiker immer mehr gelernt, welche herausragende Bedeutung die Außenpolitik hat. Vor welchen Herausforderungen stehen wir bei der Migration? Im Kern geht es um das Problem, dass die Standards für Migranten auf der Welt sehr unterschiedlich sind. Diese Standards müssen einander angenähert werden. Sie dürfen nicht weiter auseinanderlaufen. Sie müssen enger aneinander herangeführt werden, um den Migrationsdruck auf Europa und auf Deutschland zu reduzieren, und zwar auch dann, wenn dies nur in kleinen Schritten und nur langfristig gelingen mag. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass wir die Welt auf europäische Standards heben können. Aber ich habe vor wenigen Monaten in einem Flüchtlingslager in Jordanien gesehen, dass bereits eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung, medizinische Grundleistungen und der Zugang zu einer einfachen Schulbildung Familien veranlasst, sich nicht auf den Weg nach Europa zu machen, sondern in der Nähe ihrer Heimat zu verbleiben. Und deshalb haben wir ein überragendes Interesse daran, dass auch in anderen Ländern ein Zugang zu diesen Mindeststandards gewährt wird. Darauf zielt der globale Migrationspakt ab. Und deshalb liegt der globale Migrationspakt im nationalen Interesse Deutschlands. Herr Dr. Harbart, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Oder? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ich aufgrund meiner Wahl zum Verfassungsrichter den Deutschen Bundestag verlassen werde, möchte ich einige persönliche Bemerkungen an den Schluss meiner Rede stellen. Bundestag und Bundesrat haben mir in der vergangenen Woche die Ehre zuteil werden lassen, mich zum Richter am Bundesverfassungsgericht und zu dessen Vizepräsidenten zu berufen. Den Kolleginnen und Kollegen, die mir dieses Amt anvertraut haben, spreche ich meinen tief empfundenen Dank aus. Als ich vor ziemlich genau 9 Jahren meine Zeit als Abgeordneter begann, wäre mir von allen denkbaren Möglichkeiten des Mandatsverlusts
diejenige, die nun eintritt, als allerletzte in den Sinn gekommen. Ich möchte herzlich Dank sagen den Wählerinnen und Wählern meines Wahlkreises Rhein-Neckar, die mir bei 3 Bundestagswahlen ihr Vertrauen geschenkt haben. Es war mir eine große Freude, ihre Interessen über die letzten Jahre im Deutschen Bundestag vertreten zu dürfen. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags, für die Zusammenarbeit, die immer getragen war von gegenseitigem Respekt und von der kollegialen Suche nach einem der Sache dienlichen Kompromiss. Und ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die wir im Deutschen Bundestag nicht arbeiten könnten. Was wünsche ich diesem Parlament? Ich wünsche dem Deutschen Bundestag die Kraft, bei allen dem demokratischen Willensbildungsprozess immanenten Meinungsverschiedenheiten die Diskussion in einem Stil zu führen, der die Bürgerinnen und Bürger mit Stolz auf dieses Haus blicken lässt, das an fast 7 Jahrzehnten erfolgreicher Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen so zentralen Anteil hat. Ich wünsche dem Deutschen Bundestag die Fähigkeit, bei allen tagespolitischen Diskussionen die großen Linien der Politik nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich wünsche ihm die Fähigkeit zu erkennen, dass nationale Maßnahmen immer wichtig sind, aber dass es in einer Welt, die enger zusammenrückt, auch immer der internationalen Perspektive bedarf. Ich wünsche dem Deutschen Bundestag die Fähigkeit zur Erkenntnis, dass es sich bei diesem Haus nicht um ein Experimentierlabor handelt, in dem man mal dieses oder jenes einfach ausprobieren kann, sondern immer zu sehen, dass jede einzelne Entscheidung dieses Hauses unmittelbar schicksalsrelevant für Menschen wirkt. Und es ist deshalb nicht nur ein Privileg, es ist eine große Verantwortung, im Deutschen Bundestag für dieses Land politisch wirken zu dürfen, und der Arbeitsstil sollte dem immer Rechnung tragen. Und ich wünsche dem Deutschen Bundestag schließlich in einer Zeit, in der Nationalismus und die Versuchung autoritärer Führung leider nichts an Anziehungskraft verloren haben, immer den Ideen den Vorrang zu geben, deren Strahlkraft weit größer ist und die deshalb immer viel heller leuchten werden, den Ideen von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Die Mandate im Deutschen Bundestag werden vergeben auf Zeit. Die Erinnerung überdauert diese Zeit. Mir war es Ehre und Freude, diesem Deutschen Bundestag angehören zu dürfen. Herzlichen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen. Glückwünsche aus den Reihen der Unionsfraktion, die sich hier erhoben hat zu Ehren von oder zum Abschied von Stefan Habert. 9 Jahre war er im Deutschen Bundestag. Jetzt wechselt er ans Bundesverfassungsgericht und es gibt noch ein paar Worte von Claudia Roth. Einen spannenden Nachmittag, denn 15.30 Uhr, wie mir gerade aufgeschrieben worden ist, ist es soweit. Um 15.30 Uhr werden Sie durch den Bundespräsidenten ernannt zum Richter des Bundesverfassungsgerichts und dessen Vizepräsident. Auch ich wünsche Ihnen im Namen von uns Kraft, Mut, Stärke. Ich wünsche mir, dass Sie im allerwahrsten Sinne des Wortes Verfassungsschützer sein werden. Ich glaube, unsere Verfassung braucht es dringend. Alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Und jetzt auch noch mal gute Wünsche von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Wie gesagt, Stefan Habert wird Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts mit der sehr guten Perspektive, eines Tages auch Präsident des Bundesverfassungsgerichts zu werden. Und jetzt ruft Claudia Roth die Abstimmung auf. Es ist beantragt von der AfD-Fraktion eine namentliche Abstimmung über ihren Antrag, der hier in den vergangenen fast anderthalb Stunden diskutiert worden ist. Im Kern zum einen geht es um den UN-Migrationspakt, der schon häufiger besprochen worden die letzten Tage, zuletzt gestern hier im Plenum, als insbesondere um einen Entschließungsantrag aus den Koalitionsfraktionen gegangen ist. Heute nun geht es im Kern um die Frage der völkerrechtlichen Unverbindlichkeit bzw. allgemein der rechtlichen Unverbindlichkeit. Das will die AfD hier noch einmal ganz besonders betonen, dass diese Unverbindlichkeit nicht nur bei der Unterzeichnung gilt, sondern auch zukünftig. Das ist auch gestern schon betont worden im Entschließungsantrag von Union und SPD. Aber nun wird es nochmal hervorgehoben in dem Antrag der AfD. Und im Großen und Ganzen nochmal dieses Thema in den Mittelpunkt gerückt hat die AfD-Fraktion mit einem Antrag auf eine Aktuelle Stunde, die dann, ja, schwer zu sagen, wann sie denn beginnen wird, nicht vor 16 Uhr, würde ich mal sagen, wenn nicht irgendein Tagesordnungspunkt noch gestrichen wird. Ursprünglich war es mal vorgesehen für 15.30 Uhr. Das ist überhaupt nicht einzuhalten. 16 Uhr mindestens. Da kommen ja sicherlich auch noch ein paar andere Verschiebungen dazu. Vielleicht wird es ja sogar 16.30 Uhr. Dann wird es gehen um den Global Compact for On Refugees. Da geht es also ganz speziell nochmal um Flüchtlinge hier. Das muss man vielleicht auch zwischenzeitlich nochmal dazu sagen. Ging es in erster Linie um Migrationsbewegungen auf der Welt. Nicht nur, also im Grunde auch um Arbeitsmigration. Und hier jetzt in dem anderen Kompakt der Vereinten Nationen werden dann die Flüchtlinge ganz besonders im Mittelpunkt stehen. So, jetzt schauen wir mal einen Blick. Werfen wir einen Blick in den Plenarsaal, da haben sich die Abgeordneten schon entsprechend positioniert. Sie kennen das, blaue Karte heißt ja, rote Karte heißt nein und es gibt natürlich auch welche für Enthaltungen. Das wird jetzt ein klein wenig dauern. Gucken wir mal, was wir hier so im Detail erkennen können. Da haben sich die Abgeordneten um die, ich glaube, drei Abstimmungsurnen versammelt. Im Vordergrund die roten, jetzt im Bild. So, dann knubbelt sich das alles ein wenig, wird hier so 2-3 Minuten dauern, bis alle anwesenden Abgeordneten ihre Stimmkarten eingeworfen haben. Jeder Abgeordnete hat diverse Sätze an Abstimmungskarten, immer 3, ja, nein und Enthaltung. Da steht dann immer der Name des Abgeordneten drauf, weshalb das Ganze dann auch relativ schnell im nächsten Debattenpunkt verkündet werden wird, wie diese Abstimmung hier ausgegangen ist. Diesmal nur 5 Urnen statt 7, um Mitarbeiter zu entlasten, haben wir zwischenzeitlich zu erfahren. Denn, das werden Sie ja auch teilweise an unseren eigenen Übertragungen beobachtet haben, die Debatten des Bundestages dauern länger als früher. Man hat es jetzt bei diesem speziellen Debattenpunkt eben auch nachvollziehen können. Also es geht häufiger in die Nacht hinein. Aber das Personal im Deutschen Bundestag ist ja nicht automatisch mehr geworden. Also die Mitarbeiter, die sich hier um die parlamentarischen Abläufe kümmern, der sogenannte Parlamentsdienst, der ist ja nicht besonders vergrößert worden, obwohl die Anzahl der Abgeordneten sehr viel größer geworden ist in dieser Legislaturperiode und die Redebereitschaft auch weit nach 2022 Uhr hinaus sich doch, ja, nach gerade mächtig entwickelt hat.